Ich lese Ihnen etwas vor, auch Mikros an, aus meiner Kurzgeschichte Hand, Herz und Hose. Obwohl es eine Kurzgeschichte ist, wird die Lesezeit nicht reichen, um die ganze Kurzgeschichte ganz zu lesen. Aber ich habe Ihnen einen kleinen Ausschnitt mitgebracht und ich hoffe, dass Sie da schon einen guten Einblick bekommen. Und ja, wenn Sie dann wissen möchten, wie es ausgeht, dann kommen Sie nicht umhin, die Sammlung zu kaufen oder sich runterzuladen, denn das geht ja kostenlos. Also, viel Spaß bei Hand, Herz und Hose. Wenn es schrie, wusste Tina, dass sie fast gewonnen hatte. Das kalte Gerät spürte keinen Schmerz. Es war so programmiert, dass es laut aufheulte, sobald seine Funktionalität unter 10% sank. Bei 0% verstummte es. Das Schreien war markerschütternd. Clever, dachte Tina und drehte den Schraubenzieher noch eine Umdrehung weiter. Der interne Analysemonitor des Geräts leuchtete rot. Das System wusste, dass irgendetwas nicht stimmte und augenblicklich in Ordnung gebracht werden sollte. Zu spät. Der Schrei erstarb und Tina blickte sich noch einmal um, doch niemand hatte sie bemerkt. Im blassen Schein der Notbeleuchtung wirkten die Umrisse der Industrieroboter wie eine Armee bizarrer Schattenwesen. Sie arbeiteten unbeirrt weiter und nahmen keine Notiz von Tina. An der gegenüberliegenden Wand leuchtete das Display eines Bedienterminals, auf dem sich zwei Animationen abwechselten. Das Logo der Firma Nachhaltech und das Gesicht des Geschäftsführers, Glenn Nachhall. Schnell wandte Tina den Blick ab. Solange sie nur mit den Maschinen zu tun hatte, war alles kein Problem. Aber Nachhall kannte sie aus ihrem Social-Media-Stream. Ihn hier zu sehen, machte die Sache irgendwie persönlich. Im Schutz der Dunkelheit schlüpfte sie durch das letzte Tor, duckte sich hinter Containern und trat 2 Minuten später aus dem Zwielicht einer Gasse auf den Bürgersteig. Immer wieder blickte sie sich nach Verfolgern um. Menschliche Polizei gab es kaum noch, seit die Verantwortung für die öffentliche Sicherheit an die KIs abgegeben worden war. Vielmehr fürchtete sie sich vor den Justizrobotern, denn sie folgten stets dem Gesetz und ließen nicht mit sich verhandeln. Doch weit und breit war kein Einsatzfahrzeug zu sehen und keine Sirene zu hören. Tinas Auftraggeber musste einen einflussreichen Posten innehaben, wenn er dafür sorgen konnte, dass ihr Tun unbemerkt blieb. Menschen fanden heutzutage vor allem in 3 Bereichen Arbeit: Hand, Herz und Hose. Früher hatte es noch einen 4. Arbeitssektor gegeben, das Hirn. Doch die meisten Aufgaben, die Wissen oder Intelligenz erforderten, waren von Software übernommen worden. Für Handarbeiten waren Menschen jedoch nach wie vor gut geeignet. Prozesse, die man nicht automatisieren konnte, die komplexe Bewegungsabläufe oder individuelles Feingefühl verlangten, lagen in menschlicher Hand. Auch für Herzarbeiten waren Bots ungeeignet. Wer wollte schon mit einer KI seine Eheprobleme besprechen? Wer wollte seine Kinder in die Obhut einer Maschine geben oder sich von einem Roboter den Hintern abwischen lassen? Alles, was Gefühle und zwischenmenschliche Beziehungen betraf, wurde nach wie vor von Menschen erledigt. Wer für Hand und Herz nichts taugte, konnte immer noch Hosenjobs anbieten, körpernahe Dienstleistungen, für die der Kunde die Hose auszog und die früher unter dem Begriff Prostitution zusammengefasst worden waren. Tina hatte schon früh gewusst, dass die Pflege kleiner Kinder oder, noch schlimmer, alter Leute nichts für sie war. Menschen, die einfache Handlungsanweisungen nicht verstanden, machten sie wahnsinnig. Ein paar Hosenjobs hatte sie auch schon übernommen, mehr aus Not denn aus Überzeugung. Sie waren zwar gut bezahlt, aber viel Spaß hatte sie nicht dabei gehabt. Also blieb sie bei der Handarbeit. Und die lag ihr. Ihre Hände waren auch die einzigen Körperteile, die sie versichert hatte. Eine umfassende Krankenversicherung war viel zu teuer, aber die Hände waren ihr Kapital. Sie hatte einmal mit angesehen, wie ein unachtsamer Kollege die Finger in das falsche Wartungsloch gesteckt hatte. Danach war es für ihn aus mit der Handarbeit. So einen Fehler würde sie nicht begehen. Für Augen, Ohren und die Beine gab es schon gute Cyberware, aber die besten Hände waren immer noch die eigenen aus Fleisch und Blut. Die Zeiten waren hart und jeder musste sehen, wo er blieb. Seit die Evercycling-Doktrin Ressourcenverschwendung per Gesetz verboten hatte, durften keine elektronischen Geräte mehr weggeworfen werden. Alles wurde repariert und wiederverwendet. Die Tech-Konzerne waren verpflichtet, ihre Produkte modular und abwärtskompatibel zu designen, damit sie am Ende ihrer Lebensdauer vollständig im Reparaturkreislauf aufgehen konnten. Der Planet war bis auf wenige streng bewachte Vorkommen an Kohle, Gold oder Coltan restlos ausgebeutet. Neue Ressourcen im All lagen in weiter Ferne. Um das Optimum aus allem herauszuholen, wurden die meisten Unternehmensentscheidungen von Wirtschafts-KIs getroffen.
Kaum ein Betrieb vertraute noch auf menschliches Personal, das teuer und unzuverlässig war. Maschinen wurden niemals müde, stellten keine Forderungen und wussten alles besser. So hatte sich die Gesellschaft in einem perfekten, nie endenden Kreislauf eingerichtet. Zumindest in der Theorie. Denn immerhin gab es Leute wie Tina, die Maschinen deterrierten, anstatt sie zu reparieren. Wie gerne hätte sie einfach nur in der technischen Wartung gearbeitet. Aber das machten alle und deshalb gab es nicht mehr als einen Hungerlohn dafür. Sie hatte versucht, sich hochzuarbeiten, hatte jeden Job angenommen, unzählige Überstunden gemacht und eine Menge Geld in Lehrgänge investiert. Trotzdem waren ihr am Ende die immer gleichen, schlecht bezahlten Jobs angeboten worden. Und dann, an einem Abend, als sie wieder nichts gegessen hatte und die Heizung einfach nicht warm werden wollte, da war ein Auftrag in ihrem Posteingang gelandet. Die Deterratur eines unscheinbaren Geräts. Nichts, das irgendjemandem aufgefallen wäre. Sie hatte gezögert. Es war absolut verboten, Maschinen zu deterrieren. Das war ein Kapitalverbrechen. Aber sie hatte Hunger gehabt und das Honorar war bestechend gewesen. Nur einmal, hatte sie sich geschworen. Nur einmal mache ich's und dann suche ich mir was anderes. Doch auch den zweiten Auftrag hatte sie angenommen und den dritten. Und den wievielten Auftrag, wievielte Deterratur sie heute vorgenommen hatte, das konnte sie schon gar nicht mehr sagen. Lieber nicht zählen, lieber nicht zugeben, wie viel Schaden sie schon angerichtet hatte. Nach einem erfolgreichen Auftrag durchsuchte sie immer die Nachrichtenstreams. Die kaputten Maschinen konnten nicht lange verheimlicht werden. Oft trat schon am Morgen danach der zerknirscht dreinblickende Chef von Nachhaltech vor die Social-Media-Kameras und entschuldigte sich für den Vorfall, versprach Besserung und beteuerte die Verpflichtung seines Konzerns zur Evercycling-Doktrin. Glenn Nachal war einer der wenigen menschlichen Geschäftsführer in der Branche und der einzige, der stets persönlich vor der Kamera erschien und nicht irgendeinen Influencer vorschickte. Sicher schrieben auch für ihn KIs die Texte, aber er war ein echter Herzarbeiter. Tina glaubte ihm, wenn er sagte, die Weiterverwendung der Roboter ist überlebenswichtig für die Gesellschaft und jede Fehlfunktion ist für uns wie ein körperlicher Schmerz. Wenn sie sah, wie er einen Defekt nach dem anderen eingestehen musste, nach eigenen Fehlern suchte und Besserung gelobte, ohne jemals die Worte Sabotage oder absichtliche Deterratur in den Mund zu nehmen, dann spürte sie einen Stich im Herzen. Dann fühlte sie sich wie eine Verbrecherin. Ihr Leben lang war sie dazu erzogen worden, Ressourcen zu schonen und so viel wie möglich wiederzuverwenden. Evercycling war auch die Grundlage ihres Lebens gewesen und jetzt verdiente sie ihr Geld damit, all das zu verraten. Mit niemandem konnte sie darüber sprechen, sich keiner Menschenseele anvertrauen, denn Deterratur war schlimmer als Mord und wurde mit persönlichem Biocycling geahndet. Manchmal, wenn sie Glenn Nachal in ihrem Social-Media-Stream sah, die tiefen Falten, die sein Gesicht durchzogen, die eingefallenen Schultern. Wenn sie seine verbitterte Stimme hörte und wusste, alles nur meinetwegen, dann wünschte sie, sie könnte ihm eine Nachricht schreiben und ihm versichern, dass es nicht seine Schuld war. Aber natürlich würde sie das nie tun. Während ihr Taxi leise surrend die Straße entlang brauste, scrollte sie mit ihrem Handdisplay durch die Social-Media-Kanäle. Da flimmerte ihr plötzlich ein bekanntes Gesicht entgegen. Glenn Nachal. Wieder hatte er seinen Hundeblick aufgelegt und entschuldigte sich für das Versagen eines 30 Jahre alten Gezeitenkraftwerks. Tina musste nicht lange überlegen, das hatte sie vor einer Woche deterriert. Angespannt lauschte sie nach Halsworten. Das marode Kraftwerk stellte nun ein Sicherheitsrisiko für Mensch und Umwelt dar. Es konnte nicht mehr instand gesetzt werden. Kaum hatte er das gesagt, türmten sich die Totenköpfe und geballten Fäuste in den Reaktionsspalten. Keine Likes und Herzchen für ihn, nur Hass und Häme. Seit die Kommentare zugunsten der Hate- und Dislike-Buttons abgeschafft worden waren, musste man sich an diese Art der Aufmerksamkeit gewöhnen. Nachal ließ es mit stoischer Miene über sich ergehen. Armer Glenn, dachte Tina. Wenn sie ihm doch nur sagen könnte, dass es nicht an ihm lag. Aber die flirrenden Totenköpfe sprachen eine andere Sprache. Ihr habt doch gar keine Ahnung, zischte sie. Als das Hassbarometer auf über 34.000 Fäuste anstieg, hielt sie es nicht mehr aus. Trotzig klickte sie neben seinem Video auf das einzige kleine rote Herz. Als sie zu Hause ankam, war sie zu aufgekratzt, um gleich schlafen zu gehen. Die Eindrücke der Nacht, das Schreien der Maschine, die lange Fahrt und das Video von Nachal steckten noch in ihren Knochen. Sie holte eine Handvoll Dehydrops aus dem Vorratsschrank und vergrößerte sie mit kaltem Wasser auf das volle Volumen. Irgendwas mit Honigbrot und Käsespätzle stand auf der Verpackung, aber im Grunde schmeckten sie alle wie aufgequollene Cornflakes.
Als die Sonne sich langsam aus den Hinterhöfen in ihr Küchenfenster vorgearbeitet hatte und Tina gähnend das Besteck abspülte, kribbelte in ihrer Hand das Muster eines neuen Auftrags. Diesmal im Bereich Hose. Hatte sie ihr Hosenprofil nicht von der Jobplattform genommen? Als sie den Auftraggeber erkannte, entglitt ihr der Löffel und schlug scheppernd im Waschbecken auf. Es war Glenn nach Hall. Und wie es weitergeht, erfahren Sie, wenn Sie die Geschichte zu Ende lesen. Vielen Dank.